Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Smaragd. Wir haben zuletzt gegen Ulrich gewonnen und jetzt stehen wir vor Antonia. Und wie ihr seht, habe ich die Pokémon alle wieder gehalten. Mir ist übrigens aufgefallen, was für einen Fehler ich begangen habe. Ich hätte mir eine Menge Supertränke kaufen sollen, denn damit kann man die ja in aller Ruhe dann billiger auffüllen, anstatt hier für jeden KP in den Hypertrank zu verschwenden. Aber macht nichts, so soll es sein. Raffzahn trägt Seerauch. Das habe ich ja auch aus dem letzten Kampf gelernt. Seidenschal, ja, Seidenschal für den Arsch. Seidenschal mal weg. Was trägt Lighty? Schattenglas. Schattenglas? Schattenglas würde ich dir jetzt auch gerne mal wegnehmen. Und das würde ich jetzt gerne Raffzahn geben. Denn wir kämpfen jetzt gegen einen Geisttrainer. Und demzufolge schicke ich natürlich ein Unlicht-Pokémon voran, das mit Unlichtattacken einiges ausrichten kann. Von daher kriegst du jetzt mal Schattenglas, dann ist dein Knirscher noch etwas stärker. So, und dann gucken wir mal, was wir Gecko vielleicht mitgeben können. Hier werden wir wahrscheinlich nicht wirklich mehr ein Item haben, was er gebrauchen kann. Deswegen gehen wir mal gleich zu den Bären. Verwirrung haben wir leider. Vergiftung, schlafendes Pokémon. Komm, Maronbeere, schlafen ist immer sehr ätzend. Die geben wir auch mal etwas. Vielleicht gegen Paralyse oder sowas. Das wäre halt schon ziemlich cool. Haben wir irgendwas gegen Paralyse? Amrinat? Nur noch eine. Nee, dann machen wir das vielleicht nicht. Dann kriegst du auch mal eine Maronbeere. Gift werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. So, Lighty, komm, geben wir auch eine Maronbeere von mir aus. Dann geben wir Breaker noch eine Maronbeere. Also wenn uns hier irgendwer versucht einzuschläfern, ne? Das klappt nicht. Wir haben eine Menge Kaffee getrunken. So, und dir geben wir auch nochmal eine Maronbeere. Genau. So, und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter zum nächsten Kampf. Zu Antonia. Ich glaube, sie hat ein Banette vorne. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendetwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Schon epische Musik, ne? Okay, Antonia, Zwirklop ist vorne. Okay, das ist nicht weiter schlimm. Ich glaube, das Zwirklop hat immer viel mit Schutzschild gemacht. Schade, dass wir keine Attacke haben, mit der wir uns ein bisschen aufputschen können. So wie Filio, das wäre echt cool, wenn wir das so machen könnten wie im letzten Part, aber leider nicht. So, Knirscher, mal sehen, wie viel es abzieht. Das Zwirklop ist ja doch ein paar Levelchen höher, aber über die Hälfte, das ist perfekt. Finsterfaust, okay, wie viel zieht es ab? Ah, Raffzahn hält einfach nicht viel aus, das ist das Problem. Ah, an Rauhaut auch noch verletzt, okay, und jetzt mit dem... Ah, nochmal Schutzschild, komm, das müssen wir uns nicht antun. Nochmal Schutzschild, oh, dann nochmal Knirscher. Ah nein! Stimmt, diese Viecher haben Erzwinger oder wie es heißt. Das zieht uns doppelt so viele AP ab. Das heißt, Knirscher ist schon fast leer. Oh no! Als nächstes wird Banette. Banette hat keinen Dings. Hat keinen Erzwinger. Scheiße, das ist echt ätzend. Knirscher ist schon fast leer. Okay, Banette dürfte vielleicht noch mehr Schaden einstecken müssen. Okay, das... Oh shit, das war's. Mit Donnerblitz habe ich nicht gerechnet. Auf keinen Fall. Okay, Raffzahn. Immerhin 1:1 steht es. Wen setzen wir jetzt ein? Ja, wie wäre es mit Breaker? Schade, dass wir Breaker Schwertanz nicht beibringen konnten oder es nicht gemacht haben. Weil Breaker dürfte hier eine Menge aushalten. Wobei, es kann Donnerblitz, verdammt nochmal. Also muss es auch da irgendwie einstecken. Dann Eisenschweif. Mal gucken, wie viel das abzieht. Ich glaube aber, Breaker kann eine Menge gegen Geist-Pokémon einstecken. Hoffe ich zumindest, dass die jetzt nicht auch noch Surfer oder sowas können. Mist 1 für Klob kann, glaube ich, Erdbeben. Aber gegen Banette sollte er erstmal sicher sein. Donnerblitz, okay. Stahl dürfte das Ganze schon mal nicht sehr effektiv werden lassen. Oder auch nicht. Okay, dann war es auf Stahl, also auch effektiv. Ganz normal. Shit. Naja, egal. Erstes Pokémon oder zweites Pokémon ausgeschaltet. Das geht dieses Mal schon mal ein bisschen schneller. Breaker erreicht Level 44. Angriff plus 5. Oh, das ist nett, Breaker. Das ist nett. Zwirklop. Nee, Zwirklop kann Erdbeben. Aber wahrscheinlich auch Eisstrahl gegen Glubschi.
Okay, versuchen wir es so. Das dürfte unser härtester Kampf jetzt noch werden, in diesem, gegen diesen Trainer, dieses Zwirklop hier auszuschalten. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich schneller bin. Das Erdbeben wird uns weghauen. Sowas von. Donnerwelle. Gut, wir konnten uns paralysieren. Mehr war Lighties Job überhaupt nicht. Mehr musste Lighty nicht erreichen können. Ja, Erdbeben. Okay. So, wie machen wir es jetzt weiter? Wer konnte Lehmschelle? Wer konnte Lehmschelle? War das Dings? War das Glubschi? Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube ja. Okay, nicht mehr zumindest. Ah, Breaker. Breaker wird ein Erdbeben aber weghauen. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Zertrümmerer, Fliegen, Feuer oder im Knirscher? Knirscher? Ah, ich Idiot. Natürlich, Glubschi. Komm, zeig's diesem Zwirklop. Es ist paralysiert, das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal schneller. Und Erdbeben hat uns nichts an, aber vielleicht kann es Eisstrahl. Davon müssen wir uns hüten. Mal sehen, wie viel Knirscher abzieht. Ah, nicht ganz die Hälfte. Schade. Aber Spezialverteidigung sinkt, das ist auch schon mal sehr, sehr hilfreich. Ah, es kommt sofort durch mit Eisstrahl. Scheiße, das wird es gewesen sein für Glubschi. Keine Chance zu überleben. Es überlebt! Ich fasse es nicht. Dann nochmal Knirscher, komm. Wir müssen so viel abziehen, wie es nur geht. Ah, Mist, im roten Bereich ist natürlich richtig schlecht. Paralysiert. Ah, Zitrobeere, Gott im Himmel. Was für ein Glück. Sonst hätte es sich auf jeden Fall geheilt. So konnten wir den Kampf gewinnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil hätte es die Zitrobeere nicht gehabt, hätte es zu wenig KP gehabt und dann hätte der Trainer reagiert und es geheilt. So konnten wir gewinnen. Als nächstes wird Barnett in den Kampf geschickt. Ach komm, scheiß drauf. Wir versuchen es einfach mit Knirscher noch einmal. Und so viel Schaden wie möglich anzurichten. Mal sehen, wie viel es abzieht. Über die Hälfte, okay. Falls wir durch ein Wunder überleben, nee. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Schaden machen können. Okay, okay, okay. Dann weiter mit Breaker, ganz normal. Ein Eisenschweif dürfte ja ausreichen. Und dann haben wir noch Zubiris. Nachspiel. Ich möchte, dass der Gegner ein Nachspiel erträgt. Heißt das, wenn das stirbt, stirbt auch meins? Ich weiß nicht mehr, was Nachspiel macht. Eisenschweif von Breaker hat aufgrund von Nachspiel alle AP verloren. Boah, ist das fies. Ja, ich möchte erstmal so tun, als wenn ich wechsle, weil ich weiß nicht, ob wir noch was anderes als Eisenschweif haben. Lehmschelle höchstens. Alter, ist das fies. Ja, komm, Gecko, du bist die einzige Möglichkeit, hier noch ein bisschen Schaden anzurichten. Alter, einfach mein Eisenschweif weggeratzt. So ein Scheiß. Das ärgert mich. Scheiß Antonia, ey. Okay, Laubklinge. Mal sehen, wie viel es abzieht. Ich glaube, Zubiris ist nicht wirklich stark. Ich glaube, es hat nicht wirklich viel drauf. Doppelteam. Oh, nicht schon wieder, ey. Nicht schon wieder Doppelteam. Okay, nochmal Laubklinge. Geht schon daneben, ey. Ich fasse es nicht. Spukball. Shit. Damit ist eigentlich auch Filio schon aus dem Rennen. Schon wieder daneben, Gecko. Streng dich an. Komm, das müssen wir überleben. Bitte. Scheiße. Komm, Breaker. Ja, mit Eisenschweif brauchen wir eigentlich auch schon nicht mehr angreifen, oder? Lehmschelle, sehr gut. Dürfte zum Beispiel... Ah, Mann! Nicht mal die Genauigkeit... Oh nein, es kann auch noch Nachtnebel! Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Das ist doch ein bisschen stärker, als ich erhofft hatte. Wir haben noch vier... Wir haben noch zwei Sonderbonbons. Ich dachte eben, vier Stück hätten wir noch. Die hätten wir ja wenigstens einsetzen können. Okay, komm, Breaker. Wieder topfit. Aber wir überleben nicht allzu viele Nachtnebels. Nachtnebels. Finde, dürfte nicht viel abziehen. Naja, doch ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte. Nochmal Lehmschelle. Ja, trifft nochmal. Sehr gut. Zieht sogar gar nicht so wenig ab. Aber die Genauigkeit geht nicht runter. Warum? Wozu setze ich denn Lehmschelle hier ein? Wir könnten es jetzt versuchen... Ah ne, Eisenschweif ist ja leer.
Jetzt hätten wir versuchen können, einfach mal mit einem Eisenschweif alles abzuziehen, weil es wird sich doch wieder heilen. Wenn wir es nicht machen. Was haben wir denn hier? Top Äther, einmal. Füllt AP einer ausgewählten Attacke vollständig auf. Haben wir denn noch normales Äther irgendwie? Top Äther ist so Verschwendung dafür. Ja, scheinbar müssen wir... Moment, wir haben doch auch noch Bären, oder? Yonagobäre, war das nicht die? Haben wir sogar 6 Stück von... Oh, sehr gut. Dann können wir ja Eisenschweif mal ein bisschen aufpolieren. Finte. Ja, und wir müssen jetzt einfach auf das Glück hoffen. Auf das Glück hoffen, dass Eisenschweif einmal trifft. Und wir müssen darauf achten, dass wir nicht unter 50 KP geraten. Wegen Nachtnebel. Okay. So oft ich Breaker verflucht habe. So oft ich Breaker gehänselt und gemobbt habe. Nach so vielen Doppelteams mit einer so ungenauen Attacke zu treffen. Danke, Breaker. Bin stolz auf dich. Oh, verdammt. Aus und vorbei. Verloren. Sehr gut. Das Band zwischen dir und deinen Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt. Daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geh und betritt den nächsten Raum. Ja, werden wir machen. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, im nächsten Part, aber... sonst wird der doch ein bisschen sehr kurz. Lighty wird auf jeden Fall antreten dürfen als erstes. Und jetzt dürfen wir erstmal mit ein paar Belebers arbeiten. Nicht mit Top-Beleber. Wo haben wir denn Beleber? Unten, glaube ich. Ja. Gut, wir haben ja auch noch jede Menge dabei. Das ist jetzt schon die Hälfte, wo wir dann angelangt sind. Wenn wir den nächsten Gegner zur Hälfte fertig haben, haben wir auch die Dings zur Hälfte fertig. Aber das wird jetzt... Im Gegensatz zu Antonia wird das jetzt richtig hart, glaube ich. Weil es geht gegen Eis-Pokémon. Eis-Wasser-Pokémon und... Drei Pokémon von uns haben schon mal eine offensichtliche Schwäche dagegen. Und die können Eiseskälte teilweise. Wobei. Ganz kurz mal gucken. Wie sieht's hier aus? Gedankengut noch 12 mal einsetzen. Da Psychokinesis, Schockwelle 13. Wir setzen Filio ein und hoffen, dass wir uns richtig doll aufpushen können. Ich weiß, einige von denen können Eiseskälte. Ich hoffe, das erste Pokémon kann es nicht. Eiseskälte ist ein K.O.-Treffer, der, wenn er uns trifft, egal wie viele KP wir noch haben, egal wie hoch unsere Verteidigung oder sonst was ist, wir sind sofort erledigt. Das ist ein K.O.-Treffer. Davon gibt es im Moment, zu diesem Zeitpunkt, 4 Attacken. Guillotine, Hornbohrer, Eiseskälte eben und Geofissur. Genau, 3 davon gab es auch schon immer. Und jetzt ist eben mit Eiseskälte noch eine 4. Attacke dazugekommen. Sehr unfair, diese Attacken, aber die sind natürlich auch sehr, sehr ungenau. Okay. Filio haben wir eine Maronbeere gegeben, ne? Haben wir denn vielleicht irgendwas anderes, was uns irgendwie helfen könnte? Irgendeine seltene? Item füllt KP auf, bewirkt eventuell Verwirrung. Chemiebeere, okay, die haben hier alle... Oder was? Pokémon wird freundlich, aber Grund-KP sinkt. Ah, okay, damit kann man sogar, glaube ich, EP, Quatsch, EV wieder zurücknehmen mit Bären bestimmten. Im Kampf um 30. Persim. Haben wir irgendwas mit gegen Selbstheilung bei Frost? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Einschlafen werden wir jetzt nicht, aber einfrieren könnten wir durchaus. Versuchen wir es einfach. Ich weiß, der Part könnte theoretisch jetzt auch schon zu Ende sein. Ich weiß es nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Sonst wird er etwas zu lang, ne? Na gut, wir haben Freitag, oder? Wir haben Freitag. Von daher kann es mal ein Part in Überlänge werden. Puh, ich bin gespannt. Willkommen, mein Name ist Frusina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Ich weiß so oder so, dass du mich zwingen wirst, alles zu geben. Ich glaube, sie hat die Vorentwicklung von Valraiser, Sejong, am Anfang, genau. Stimmt auch. Level 50. Schon heftig, aber unsere Spezialverteidigung ist nicht schlecht und ich glaube, das Viech kann auch Body Slam, oder?
Ich hoffe, es setzt nur Surfer und Eisstrahl ein oder sowas in die Richtung. Komm schon. Hagelsturm. Okay. Von mir aus. Dann kriegen wir jetzt kontinuierlich in jeder Runde noch ein bisschen was abgezogen. Weil wir kein Eis-Pokémon sind. Aber es dürfte nicht so viel sein. 7 KP, okay. Nochmal Gedankengut. Jetzt sollten wir gegen Surfer und Eisstrahl schon mal jede Menge aushalten. Body Slam wird halt sehr gefährlich. Und daran habe ich nicht gedacht. Wenn wir jetzt paralysiert werden, ist es ätzend. Aber Seejung zum Glück auch. Es hagelt weiter. Body Slam hat wie viel abgezogen? 74 hatten wir eben. Ich weiß, dass Hagel uns vorher schon mal ein bisschen was abgezogen hat. 46 maximal. Also selbst mit Hagelsturm. Ich setze noch einmal Gedankengut ein. Sehr gut, klappt auch. Und jetzt wird wahrscheinlich nochmal Body Slam kommen. Wenn es kein Volltreffer ist, ist alles gut. Ich muss ein bisschen auf Risiko spielen, um das Optimum rauszuholen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Jetzt setze ich Top-Genesung ein. Dann sind wir nicht mehr paralysiert. Und unsere KP sind wieder voll aufgefüllt. Eine der wenigen Top-Genesungen, die ich gekauft habe, werde ich jetzt verwenden. Wobei, wir haben hier oben bestimmt irgendwo schon Top-Genesung. Nicht? Okay. Dann hier unten. 10 Stück haben wir echt nur davon gekauft. Na gut, die waren aber auch sehr teuer. So, und wir sind wieder top-fit. Gut. Ist paralysiert und kann nicht angreifen. Perfekt. Im Moment läuft alles nach Plan. Das Problem ist, dass einige Pokémon schneller sein werden als ich nachher. Und das wird etwas problematisch werden. Wir haben es dreimal eingesetzt, jetzt setzen wir es das vierte Mal ein. Gut, also zweimal noch. Seejung ist nochmal paralysiert. Hervorragend. Es hat aufgehört zu hageln. Hervorragend. Fünfmal eingesetzt. Wunderbar. Einmal müssen wir noch. Dann sind wir voll aufgepusht. Okay, setzt Hagelsturm ein. Ist jetzt nicht so toll, aber macht nichts. Kriegen wir schon gebacken. So, und jetzt noch einmal Gedankengut. Okay, und jetzt können wir Seejung auf jeden Fall mit einer Attacke weghauen. Frage ist nur, wollen wir das? Wir könnten natürlich auch darauf ausgehen, dass die nächsten Pokémon ebenfalls Body Slam einsetzen. Und dann wieder paralysiert werden, dann können wir uns wieder heilen. Ich denke nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er wieder paralysiert ist und nicht angreifen kann. Jetzt, wo wir uns heilen. Dann können wir nämlich mit fast vollen KP in den nächsten Kampf starten. Oh Gott, Mann. Ich habe auch teilweise ein Glück heute, ne? Aber das muss man manchmal echt haben. Ich glaube, in der Kampfzone kommt man ohne Glück auch nicht weiter. So, und jetzt mit Schockwelle einfach mal weg, das Ding. Sowas von weg. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Pokémon, setzt Eiseskälte ein, Pum, wir sind tot. Und ja, Seejung hätten wir auch so geschafft, ohne uns aufzupushen. Gut. Für Nontor. Okay, natürlich wechseln wir jetzt nicht, weil dann ist all unser Aufgepusche wieder dahin. Für Nontor wird ein bisschen schneller sein als wir. Kann aber, glaube ich, nur Angriffe auf die Spezialverteidigung. Von daher eine sehr, sehr gute Wahl für uns. Und da setzen wir Psychokinese ein. Lichtschild, oh no! Gegner erhöht die Spezialverteidigung. Unser Spezialangriff ist immer noch sehr, sehr hoch, aber er wird jetzt natürlich durch die Spezialverteidigung nochmal geschwächt. Und dadurch lebt das jetzt auch noch. So, Knirscher. Aber wir haben eine hohe Spezialverteidigung. Oh, das ist aber doch so wenig nur abzielt, hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Sehr gut. Nächstes Pokémon ausgeschaltet. Es steht 2-0 für uns. 2-0. Als nächstes nochmal für Nontor. Überhaupt kein Problem. Ist die beste Wahl, die man treffen kann. Weil vielleicht ist bis Wahl Reiser dann das Lichtschild schon mal weg. Das wäre... Spuk... Nein! Es kann Spukball! Verdammt! Ah! Spukball, wer soll denn damit rechnen? Ernsthaft? Ne, Breaker hat wieder Eisenschweif, ne? Oh nein, unsere tolle Strategie gegen Walreiser ist weg. Scheiße. Hagelsturm nochmal. Ja, von mir aus, komm. Wenn Eisenschweif trifft, bist du erledigt. Und es trifft. Hervorragend. Ja, gegen Walreiser weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was wir da tun sollen. Bin ich etwas hoffnungslos gerade? Okay, ein paar KP gibt es. Walreiser. Pokémon wechseln.
Lighty mit Paralyse. Das ist jetzt wieder deine Aufgabe, okay? Oh, scheiße. Das kann Eiseskälte. Das ist so ekelhaft, das Viech. Sieht auch so ekelhaft aus schon, ne? Wie so ein halber Mozart hier. Wir müssen schneller sein. Wir müssen schneller sein als ein 14 Level höheres Pokémon. Donnerwelle. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Surfer, ja, das wird es wahrscheinlich schon gewesen sein für uns. Oder? Ja. Oh, wir leben noch, wir leben noch. Lichtschild lässt nach. Nein, der Hagel! Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir mal Pech. Pech im Glück. Unglück im Glück. Drehen wir das mal um, das Sprichwort. Wen jetzt? Okay, komm, Gecko. Versuchen wir es mit dir. Gucken wir mal, wie viel eine Laubklinge abzieht. Auf jeden Fall kommen wir immerhin zu einem Angriff immer. Es darf natürlich nicht zu viel abziehen, aber... Ah, das ist schon ganz schön wenig. Eisstrahl, ja. Gute Nacht, Gecko. Brauchen wir uns gar nicht weiter antun. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Raffzahn, was soll Raffzahn machen? Raffzahn. Raffzahn. Okay, komm. Vielleicht überlebst du zwei Runden. Das wäre sehr schön. Ja, okay. Raffzahn wird vom Hagelsturm getroffen. Ich habe eigentlich Hoffnung gehabt, dass vielleicht Wasser-Pokémon auch verschont werden. Aus welchem Grund auch immer. So, und jetzt komm. Wir versuchen es noch einmal mit Filio. Filio dürfte jedenfalls Surfer und Eisstrahl ein bisschen besser überleben. Besonders, wenn wir nochmal ein, zwei Mal Gedankengut einsetzen. Aber es kann auch Body Slam. Das ist schon mal echt schlecht. Wird Raffzahn wahrscheinlich auch fast töten. Okay, sehr gut. Hagelsturm, komm. Von mir aus fügt mir ein bisschen Schaden zu. Und als nächstes Hypertrank mal wieder. Ja, vielleicht schaffen wir es. Ich darf die Parts ja aber eigentlich auch nicht Antonia und Frosina nennen, weil dann wisst ihr ja, dass ich Antonia schaffe. Muss ich mir was einfallen lassen. Es ist paralysiert, hervorragend. Und es hat aufgehört zu hageln. Dann setzt mal jetzt Schlitzer ein von mir aus. Mal gucken, wie viel das abzieht. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Nee, ist nochmal paralysiert. Okay. Dann noch einmal... Ah, jetzt kommt schon die Citrobeere. Ja, Citrobeere füllt die KP auf. Okay. Dann nochmal Schlitzer. Mal sehen. Nochmal paralysiert. Mal sehen, wie viel Schaden wir hier noch austeilen können. Nochmal Schlitzer. Und jetzt Eisstrahl. Okay, das war's dann. Aber es hagelt immerhin nicht mehr. Filio, du bist dran. Ich glaube, eine Schockwelle wird noch nicht reichen. Deswegen pushe ich uns nochmal ein bisschen hoch mit Gedankengut. Kann ja auch gegen das zweite Seeyong nicht unbedingt schlecht sein, was noch kommen wird. Paralysiert. Hervorragend. Gedankengut. Und hiernach setze ich Schockwelle ein. Egal, was es jetzt einsetzt. Außer wir sind paralysiert, dann heile ich mich vielleicht nochmal. Das gibt es doch nicht! Eis ist Kälte und es trifft sofort, ey. Leck mich. Leck mich. Echt mal, ey. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Zum Kotzen, ey. Zum Kotzen. Trümmerer senkt die Verteidigung. Mit viel Glück. Versuchen wir das mal. Es darf nur nicht in den roten Bereich kommen. Nö, Verteidigung. Wozu senken? Wozu senken? Lass mal Glubschi einfach töten. Alter, dieses scheiß Valraisa, ne? Oder Valraisa, wie auch immer. Ein Pokémon noch. Bedeutet für mich, dass hier die Beleberstrategie einsetzen muss. Vielleicht haben wir Glück und es ist kurz mal paralysiert. Doppelleber will ich noch nicht einsetzen. Dafür sind wir noch zu sicher. Doppelleber brauchen wir irgendwann, wenn wir in der Ewigschleife festsitzen und mal was erreichen müssen. Und das dann am besten auch erst gegen Worsley. Ups, jetzt habe ich verraten, wer der Champ ist. Tut mir leid. Jo. Das war's dann mit Surfer. Yay! Ist das scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Der Part zieht sich immer weiter in die Länge. Ich meine, ich könnte jetzt mit viel Glück, vielleicht reicht es schon, aber ich weiß es nicht. Und dann bin ich plötzlich tot und das war's. So viel Risiko will ich dann doch nicht eingehen. Wer hält am meisten aus? Raffzahn.
Komischerweise. Na komm, Surfer. Warum keine Eiseskälte, hä? Warum nicht Eiseskälte? Du scheiß Walross, ey. Okay, Raftzahn, du bist dran. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel heilen würde, damit der Surfer oder Eisstrahl überlebt, dann setzt es plötzlich Eiseskälte ein und das war's schon wieder. Das Viech ist zu mächtig im Moment. Zu unberechenbar. Filio, noch einmal. Okay, komm. Eisstrahl. Ja, werden wir wieder nicht überleben. Mann, warum bist du nicht mehr paralysiert? Du scheiß Viech, ey. So unglaublich. So, okay. Nächstes Pokémon. Wieder Filio. Ist doch zum Kotzen. Und was müssen wir machen? Genau, wieder beleben. Wir haben auch kein Viech, was viel überleben könnte, oder? Alle werden durch irgendeine Attacke sterben. Ah, Mann. Okay, was jetzt? Wieder Eisstrahl. Ja, genau. Und wieder tot. Ich fass es nicht. Warum ist denn das nicht mehr paralysiert? Verdammt! Ha, ich bin am Ausrasten hier. Echt. Und was kommt jetzt? Genau. Beleber. Wer hätte es erwartet? Und wen heilen wir? Genau. Filio. Wow. Ich sage dazu nichts mehr, okay? Ich sage dazu nichts mehr. Wie oft willst du noch nicht paralysiert sein? Na, 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 Beleber. Mir wäre es echt lieber, wenn du bei Raftzahn paralysiert sein würdest, weil... Ist halt so. Alter, das ist unfassbar. Der zwingt uns all unsere Beleber schon jetzt aufzubrauchen. Ich meine, wir haben keine andere Möglichkeit. Paralysiert, Gott sei Dank. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Zug. Von mir aus Glubschi, komm. Ich könnte Filio jetzt zwar schon ganz aufhalten, aber dann kommt wieder Eiseskälte, ne? Ihr kennt das Spiel. Danke. Jetzt sind wir bereit, mit Filio zu kämpfen. Okay, komm, Hypertrank. Jetzt heilen wir Filio. Und dann werden wir es nochmal versuchen mit Gedankengut. Und werden nochmal versuchen, Eiseskälte zu überleben. So, Raftzahn ist weg. Jetzt können wir nämlich mit Filio angreifen, wie wir wollen. Weil wir zur Not immer noch eins in Reserve haben. Nämlich Glubschi. Nicht Beutel. Ach, das ist jetzt schon Gewohnheit. Gedankengut. Okay, bitte sei paralysiert. Bitte sei paralysiert. Danach setze ich schon Schockwelle ein. Keine Eiseskälte, alles andere. Eisstrahl, okay. Nicht einfrieren. Naja, ist egal eigentlich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schockwelle. Bitte zieh alles ab. Das ist sehr effektiv und wir haben unseren Spezialangriff gesteigert. Oh, wir haben es. Wir haben es. Gott sei Dank. Als nächstes kommt Sejong. Eine Schockwelle dürfte reichen, oder? Ich halte mich jetzt hier nicht. Doch, nochmal. Nachher kann das auch noch Eiseskälte. Einfach Schockwelle rauf da tot, bitte. Danke. Komm. Komm schon, 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 komm schon. Es gibt es nicht. Und das war nur ein Volltreffer. Oh nein, Hagelsturm. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Wahrscheinlich müssen wir uns nochmal pushen, ne? Einmal noch, komm. Gedankengut. Top Genesung. So, unser Spezialangriff und unsere Spezialverteidigung steigt noch einmal. Es hagelt. Das Sejong am Anfang war schwächer, ne? Egal, komm, Schockwelle. Komm schon, komm schon, komm schon. Wenn es Body Slam einsetzt, sind wir wahrscheinlich besiegt. Komm schon, komm schon, komm schon. Oder Risikotackle. Das ist natürlich noch härter. Wir leben noch! Was? Wie? Ah, oh nein, Hagel! 7 KP, 7 KP, 7 KP, 7 KP! 7 KP! Was für ein Kampf! Gott im Himmel, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Ausdruck jetzt schon gesagt habe, aber das war spannend. Und Level 41, das hast du dir verdient, Filio. Sehr gut, sehr, sehr gut. Frosina besiegt. Du und deine Pokémon. Euer Zusammenhalt verbrennt alles. Diese Hitze besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahin schmolz und dir nicht schadete. Naja, nicht schaden, ne? Geh weiter in den nächsten Raum. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Im nächsten Part. Bis dahin und tschüss.